Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fish Madness, wollte ich gerade sagen. Nein, das ist Crab Madness von Feed and Grow Fish. Oder heute einfach Feed and Grow Crab. Es ist ein Spielmodi in diesem Spiel und wir hätten die normale Krabbe sofort frei und dann gibt es noch die Pirate Crab, die irgendwie voll süß ist. Haben die einen Unterschied? Ja, wir machen weniger Schaden, haben aber mehr Gesundheit. Und die anderen müssten wir uns erstmal freischalten. Oha, okay. Was ist das denn? Was? Alkoholismus ist eine passive Fähigkeit. Okay, wenn ich rumtrinke, werde ich zum Piraten. Und nicht zum Alkoholiker. Ach so, so kann man das auch sagen, okay. Damage deal and the faster you walk. Gain extra equipment by putting pirate coins into treasure chest. Oh, das ist interessant, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz normal als kleine Krabbe an. Wir sind eine kleine Krabbe und wir spawnen jetzt einfach mal mit anderen Krabben zusammen und müssen uns gleich... Wir können springen, okay. Mhm. Springen klappt schon mal gut. Wir müssen aber auf die Riffreihe aufpassen. Was machen wir eigentlich? Was machen die eigentlich immer an Land? Die gehen ja immer ganz gerne mal an Land. Einfach nur so. Okay. Okay, das ist unser Boost, das Hochspringen. Ach, herrje. Na gut. Ich muss auf die Riffreihe aufpassen. Oh je, das wird ja lustig. Wow. Oh Gott, das ist sowas von gewöhnungsbedürftig. Andererseits müssen wir aber auch schneller, einfach schneller leveln als die Riffreihe, weil sonst fressen die uns auf, ne, die kleinen Scheißer. Machen wir uns nichts vor. Okay, das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ui. Wir haben sonst keine Fähigkeit, ne? Wir könnten zwischendurch raus aus dem... Komm, der ist doch nicht groß. Wir machen verdammt viel Schaden. Ich würde jetzt echt gerne mal eben... Und der kriegt uns auch gerade nicht vor seine Kiefer. Aber es dauert eine ganze Zeit, bis wir den kleinen haben, wenn ich das richtig sehe. Oh Gott. Jetzt haben wir ihn endgültig. Jetzt müssen wir ihn nur noch zerlegen. Das dauert. Okay. Ja, so siehst du aus, du kleines Arschgesicht. Also mal, geht's noch? Ich schnapp mir hier den Hai und du Blödmann. Nee, 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 Freund. So nicht, ne? Glaub's ja wohl nicht. Okay, die Haie könnten noch ein bisschen zu stark für mich sein. Das heißt, ich würde erstmal gucken, dass wir uns eventuell... Oh, oh. Machen wir die alte Taktik. Erstmal irgendwie an der Seite. Können wir eigentlich auch an Land? Ja, können wir auch so. Guck mal. Ach ja, schön. Können wir uns die Sonne auf dem Pelz brennen lassen. Das ist eigentlich eher so eine Oase hier, ne? Aber eine Oase mit einem weißen Hai in der Mitte. Also, hm. So immerhin. Wow. Okay, Vorsicht, 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 Vorsicht. Wo sind wir hier? Ja, genau. Nee, war das das? Ist auch egal, aber wir sind schon mal dicht dran. Und wir haben die Haie eben umgangen. Ach, gut. Ups. Yay. Hä? Nun komm schon. Was ist denn jetzt los? Jetzt, was ist... Okay. Wir können also auch hängen bleiben. So, wir schnappen uns erstmal wieder alles an Segel. Der einzige Vorteil ist echt, dass wir die relativ schnell knacken können. Das ist wirklich von Vorteil. Dass wir von Anfang an schon ziemlich viel Schaden machen.
brauchen wir auch. Wenn wir gegen die Haie bestehen wollen oder gegen die anderen Fische, dann müssen wir uns diesen Vorteil recht schnell verschaffen. Oh nein! Nein, ich sinke! Ich kann nicht springen. Ich kann nicht springen, weil ich nirgendwo mich ab... Oh Gott. Mich abstützen kann. Abstoßen kann, was auch immer. Okay, da unten sind B-Bosse. Level 8. Ein bisschen niedlich, ne? Hä? Warte mal, das sieht aus wie ein merkwürdiges Gebiss, was der da unten hat. Ein bisschen gruselig, wie diese Faschingsgebisse da, die man sich im Mund stecken kann. Das ist müßig. Generell würde ich eventuell wieder cutten, aber ich weiß nicht, es ist jetzt so praktisch die letzte Phase. Also als Piratenkrabbe haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Herausforderungen wegen den Piratenkisten, die man anscheinend dann da finden kann. Und huch! Ach, das sind die! Achievement unlocked! Errungenschaft freigeschaltet, King Crab. Grow a crab to level 10. Alles klar. Alles klar. Ah. Okay. Das ist interessant. Das hatte ich noch nicht. Weil Krabben zu spielen ist nicht gerade so spaßig. Oh nein, oh Gott. Nein, 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 nein. Also man kann eben nicht, das ist der Nachteil, man kann eben nicht schwimmen. Und abstoßen kann man erst dann wieder, so wie jetzt, so zack. Ja, wenn man... Man kann sie eigentlich nur runterfallen lassen, bevor man wieder den festen, in Anführungsstrichen, Boden unter den Füßen hat. Großartig. Das ist ein Spaß. Da unten will ich jetzt aber gerade gar nicht sein. Da ist eine King Crab! Cool! Wie halten die das mit ihren Artgenossen, in Anführungsstrichen? Das ist die wir gerade freigeschaltet haben, die wir jetzt spielen können. Oh, die sind Eier von King Crabs. Kann ich die essen? Das ist bestimmt gut. Ich kann ja nur nicht gerade fragen. Ich frage jetzt im Grunde genommen einfach... Oh, da kommt ganz schön was raus. Ich bin ja auch mies, ne? Ich frage, ob die mich selber fressen würden und dann fress ich meine Artgenossen hier. Heißt das jetzt, wenn wir jetzt auch einen anderen Fisch spielen würden, hätten wir dann, würde es auf einmal, Entschuldigung, würde es auch auf einmal King Crabs dann geben? Wir hatten ja vorher im Spiel immer nur die, normalen Krabben. Oh Gott, jetzt komme ich da oben nicht mehr an meine Beute ran, weil ich mich hier nicht hoch, wie gemein. Nein, sie schlüpfen! Ich muss sie essen, bevor sie schlüpfen. Das bringt schon ganz schön was. Level 13. Okay. Oh! Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ist das ein Massaker da innen drin? Sag mal, fressen die ihre eigenen Eier gerade auf? Okay, das ist mir gerade zu riskant. Das mache ich nicht. Macht's gut. Oh, da ist ein Goliath. Oh Gott, ich komme hier nicht vernünftig weg. Da ist noch ein Goliath. Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich... Wir können nicht direkt hier die Dinger laufen, die Felsen hochlaufen. Wenn der mich jetzt einatmet, ne? Oh, die Steuerung ist übelst. Richtig übel. Okay, komme ich rüber? Da wollte ich hin. Da will ich hin. Ich muss zwar aufpassen, weil es hier Tigerhaie gibt, aber da wollte ich hin, weil hier sind nämlich alle Krabben.
schnabulieren wir ordentlich weg. Das ist gut. Aber auch da leveln wir ziemlich langsam. Und wir haben mit Level 15 haben wir gerade mal Krebsgang. Mit Level 15 haben wir gerade mal 19 Leben. Wie kommt das, dass wir trotzdem als Fisch so lange auf einem Krebs rumbeißen müssen, bis wir ihn haben? Kann mir auch keiner erklären, ne? Gibt es hier irgendwas am Land? Irgendwas Interessantes? Nö. Oder? Ein Stein. Ein Fels. Die Freiheit. Hinter dem Horizont. Wir versuchen es einfach. Nein! Wir krabbeln irgendetwas hoch. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Was ist denn das jetzt? Dahinter ist das große Meer. Dahinter ist richtig großes Meer. Oh nein. Da werden meine Träume zerstört und wir kommen nicht dahin. Wir müssen uns hiermit zufrieden geben. Na gut. Stürzen wir uns wieder in den Kreislauf des Lebens zurück. Großartig. Wie alle anderen. Ist wie bei den Menschen. Jeden Morgen machen sich alle auf den Weg zur Arbeit. Haben ihren Rhythmus. Gehen ihren Rhythmus. Nein, ich auch. Ja. Knack du die mal nur auf, ich fress. Sehr gut. Mhm. Alles meins. Meins. Ja. Das sieht voll gruselig aus. Niedlich, aber auch gruselig. Oh. Komm schon. Ja, du entkommst meinen Krebsscheren nicht, Freundchen. Was hast du davon? Selbst schuld, wer einen Krebs fressen will, muss seine Scheren zu spüren bekommen. Ja, ihr kommt zu spät. 19 Schaden machen wir inzwischen schon. Level 17 und trotzdem nur 21 Gesundheit. Das ist so... Ach ja. Also bis wir hier den weißen Hai fressen könnten... Das wäre so lächerlich. Ja, aber schade um die ganzen Münzen. Also wenn ich dann wirklich gleich ausschalte, ist wieder alles weg. Alles, was ich mir erspielt habe, ist dann verschwunden. Und man muss dann wieder von vorne anfangen. So, was haben wir denn da unten? Okay, ja, das ist okay, glaube ich. Glaube ich jedenfalls. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Oh, das sind Piratenkrabben. Das sind gar nicht meinesgleichen. Das sind einfach andere. Ich weiß nicht, ob das so klug gewählt ist, dass ich hier unten sein will. Das sind jetzt meine Leute. Okay, das erkenne ich auch. Aber hier sind auch andere Krabben und anscheinend sind wir Konkurrenz untereinander. Die dann immer wieder ankommen und ihresgleichen fressen wollen. Und dann haue ich einfach wieder zu und schon... Ja toll, ich fütter jetzt hier alle anderen mit durch, ne? Kann das sein? Nein! Springen! Kann ich nicht. Oh, wie gruselig. Das ist doch echt... Hm. Okay. Ah, erledigt. Uah! 20 Schaden machen wir. Und Level up. Sehr gut. Oh, diese... Auch wenn ich es zum Erbrechen sage, aber diese Steuerung ist übel. Es ist richtig übel. Man kann eben halt nur laufen. Ah! Du spinnst wohl.
aufessen. Mmh, grüne Murine. Yummy, 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 yummy. Könnten es da unten mal versuchen. Ich meine, bis der weiße Hai uns auf dem Speiseplan hat. Vergeht ein bisschen Zeit. Ja, du wolltest dich gerade tarnen. Ich hab's gesehen, ne? Level 20, okay. Und wie sage ich immer so schön, immer noch ein verdammt kleiner Fisch in diesem großen Teich. Okay, so schräg laufen ist auch nicht schlecht. Aber auch sehr gewöhnungsbedürftig. Oh nein, jetzt geht's wieder nur runter. Wir sinken. Da hole ich mir doch gleich den Hammerhead. Da oben ist ein Goliath. Aber noch gibt ein Level up. Okay, aber das fliegt weg. Es ist so mies. Also wenn wir nicht ordentlich saugen können, dann bringt mir das herzlich wenig, weil es nach oben verschwindet. Das ist echt mies. Es schwimmt nach oben und wir können nichts machen. Sag mal, spinnst du? Okay, das ist ein Kumpel, ne? Ja, ist ein Kumpel. Es gibt aber auch dreiste Fische. Die Zebrafische. Machen die in Wirklichkeit auch solche Geräusche unter Wasser? Kann gut sein, ne? Oh, hier hängt ein Goliath fest. Der mich einsaugen will. Spawnen die eventuell hier? Der versucht tatsächlich, mich einzusaugen. Aber er ist Gott sei Dank noch nicht so groß. Und er kann mich nicht da durch den Stein ziehen. Ah, Glück gehabt. Aber du hast weniger Glück. Nein! Ransaugen, ransaugen. Maustaste drücken, wie blöde, ne? Das ist der Hammer. Und alles rein, alles rein, alles rein, alles rein. Jawohl, du schaffst es. Guck dir diesen kleinen Clownfisch an. Ich glaub's ja wohl nicht. Sehr gut. Okay, den haben wir. So, was ist hier oben los? Irgendein Tigerhai? Okay, einsorgen können wir leider noch nicht. Aber wir machen 36 Schaden. Aber wenn ich sehe, dass wir immer noch nur 32 Gesundheit haben, ist das so erbärmlich. Ich habe den Schatten da oben wohl gesehen. Es ist ein Tigerhai. Okay, wir gehen mal ein bisschen runter. Sehr gut. Jetzt hänge ich wieder gerade ein bisschen fest. Oh Gott. Komm schon. So, dann bleiben wir mal ein bisschen hier unten auf dem Boden. Und gucken mal, was wir hier so greifen können. Ach, jetzt gehe ich ja wieder zurück. Das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte ja gar nicht zurück. Ich wollte in die andere Richtung. Weil ich für die Haie nicht interessant werden möchte. Wir die mal. Und hüpfen hier mal so weiter rum. Der kann uns bestimmt einsaugen. Aber der wäre auch eine interessante Beute, ne? Wenn wir uns den an die Schwanzflosse hängen. Ich komme nicht an ihn ran. Verdammt. Der weiß das genau, ne? Na gut. Dann eben nicht. Dann genehmigen wir uns weiter hier die Seeigel. Auch wenn das müßig ist. Ja, den gehen wir mal ganz schnell aus dem Weg. Oh Gott. Diese Sinkphase, ne? Die ist ja richtig übel. In der Zeit können wir nämlich gar nichts machen.
Oh, hier sind ja einige. Nein, nicht wegfliegen. Ja, kommt mir einfach mal alle in die Schere. Das ist eine hervorragende Idee. Oh, oh. Da hilft nur saugen und zuhauen. Saugen und zuhauen. Saugen und zuhauen. Habe ich alles? Ich habe alles. Oh, das klappt auch ganz gut. Wenn wir die anlocken und dann immer mehr anlocken, dann haben wir inzwischen eine ordentliche Mahlzeit. Nein, ach Mann, warum fliegt das denn weg? Ständig läuft man Gefahr, hier irgendwie hängen zu bleiben. Ach, den können wir schon so einsaugen, okay. Na, komm schon. Hä? Sind wir niedlich. Ist aber das Gebiss. Da ist ein Goliath. Was haben wir denn da unten? Na toll, ich wollte eigentlich einen Fisch haben, aber was soll's. Oh ja, guck mal. Das ist doch schon mal interessant. Level 28. Ja, kommt her, ihr kleinen Barracudas. Wenn ihr meint, kann ich euch auch noch verspeisen. Oh, jetzt bloß nicht hängen bleiben. Wow, ich glaube, die sind auch eine richtige Herausforderung, die hier zu spielen, diese kleinen... Krebse, Garnelen, ich weiß nicht genau, was das sind. Ich kann die nicht wirklich einordnen. Weil die so einen Boxangriff haben. Da oben ist ein Dunkleosteos, ne? Oder so ähnlich. Ja, aber ich würde sagen, wir sind bei 23 Minuten. Also das Prinzip, denke ich mir mal, habe ich erklärt. Es ist müßig und anstrengend und entspannend zugleich. Ich würde fast sagen, oh Gott, hallo. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, es ist so anstrengend. Vor allen Dingen, ich komme da nicht einfach so mal eben die Wand hochgelaufen. Ich kann sonst normalerweise die Wände laufen, aber es ist, ja. Komm, kleiner Kugelfisch, lass dich kugeln. Und eine Murin ist auch noch dabei, okay? Die wollte sich gerade abtarnen. Das kannst du knicken. Ich würde jetzt ganz gerne mal eben zum Schluss irgendwas angreifen. Vielleicht da doch den Dunkleosteos. Dann lohnt sich das wenigstens. Aber dann eher von hinten. Oh, jetzt hänge ich hier fest. Ich hänge hier so blöd fest. Was ist das denn? Ich verstehe das nicht. Es ist eine ganz merkwürdige Steuerung. Komm, wenn er uns den Rücken zudreht. Eine feige Krabbe. Und das war's. Der hat einmal zugebissen. Okay, wir haben damit den Crab Madness Modus auch geschafft. Ich denke mal, wir haben soweit. Ich habe euch das Prinzip näher gebracht, was es heißt, Feed and Grow Fish zu spielen. Ja, guck ihn dir an. Guck ihn dir an, den miesen Kerl. Wen haben wir denn freigeschaltet? Die King Crab haben wir freigeschaltet. Die hat 90 Gesundheit. Machen wir eben nochmal vorbeigehen, was soll's, ne? Und wir haben eine kleine Krone auf. Und haben grüne Augen. Oh, hallo. Ich bin so niedlich. Yay. Wahrscheinlich werde ich gleich gefressen. Wir können auch... Ach ja, wir können Eier legen, genau. Und wir können halt jetzt die anderen Kram fressen. Okay.
Wie funktioniert das? Ach, das frisst XP. Wenn wir Eier legen wollen, frisst es einfach XP. Alles klar. Okay, das ist natürlich mies, aber ich denke mir mal, man kann sich dann tatsächlich eine Armee aufbauen. Ach, du gehörst zu mir. Okay, gut. Ich bin einfach nur die Königskrabbe. Ich habe die Krone auf. Das ist tatsächlich niedlich. Was ist jetzt mit dem Ei? Kann das Ei bitte jetzt mal schlüpfen? Ja. Da kommt mal mehr, okay. Ja, huldigt mir, ich bin euer König. Ich bin die King Crab. Ich sag jetzt einfach mal, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel so ein bisschen näher bringen. Es gibt sicherlich welche, die das wesentlich besser spielen können als ich. Oh, wir haben 90 Gesundheit. Junge, Junge, okay. Nichtsdestotrotz, oh, ich glaube, mein Ei schlüpft. Ja, guck mal, die Mini-Krabbe. Hallo. Meine kleine Prinzessin-Krabbe. Oh. Aber ich wette, in der Masse können wir schon ordentlich Schaden anrichten. Na jedenfalls, ich hoffe, ich habe euch das Spiel wenigstens etwas näher gebracht und es hat euch ein bisschen gefallen. Dann sage ich einfach bis hierhin. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hey, die Schubsenkinnings. Ich winke, ich bin eine Winkerkrabbe und keine Königskrabbe. Jetzt schubsen die mich in Richtung Haie, die wollen sich wohl einen Scherz machen hier mit mir. Ich sage wie immer, bis hierhin. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und alles Liebe wünscht euch, Lissi.